Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder. Die Länderspielpause ist vorüber, die sehr erfolgreiche Länderspielpause, wohlgemerkt an der Stelle. Gratulation natürlich an das Nationalteam und speziell an Franco Foda, unseren Ex-Coach. Kommen wir jetzt aber nicht wieder mit Foda zurück, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Auf jeden Fall trifft unser SK Sturm in der, was ist es, die 10. oder 11. Runde zu Hause auf Red Bull Salzburg. Also die Dosen kommen nach Graz. Und ich will die Stimmung nicht versauen, aber ich muss ein bisschen, denn ganz neutral gesehen, mir schwant da Übles, wenn ich ganz ehrlich an die Salzburger aktuell in dieser Form denke. Man hat sich vielleicht vor der Saison noch so ein bisschen Gedanken gemacht, die hatten viele Abgänge mal wieder, dass sie vielleicht doch ein Tick schwächer sein könnten. Pustekuchen, die marschieren drüber, als ob du bei FIFA auf Amateur stellst. 5 Tore, 6 Tore jede Woche. Also die marschieren durch die Liga, auch international haben sie ja schon ein bisschen für Furore gesorgt. Und ja, da muss ich schon sagen, da ja, kommt man schon als Schwitzen, in Schwitzen als Sturmfan. Also unsere Jungs, gerade in der aktuellen Form, das Spiel gegen die Austria ist leider noch viel, viel, viel zu präsent. Also wenn man auch nur ansatzweise so eine lächerliche Leistung zeigt, ja, dann werden die auch bei uns drüber fahren. Muss man klar objektiv sagen, und wenn wir gegen Salzburg punkten wollen, egal mit welchem Personal, ich muss auch sagen an der Stelle, ich nehme das Video ein bisschen früher auf vor der PK, deswegen gibt es jetzt noch kein Statement zur Personalie aktuell, das sieht man in der Pressekonferenz dann, aber gerade, ja, deswegen, es braucht eine Überleistung, also wir müssen überperformen, damit wir gegen Salzburg überhaupt was holen, das ist ganz klar, und die Dosen müssen natürlich auch ein bisschen mitspielen, so wie meistens. Ja, aber generell muss ich ehrlich sagen, im Moment ist es so bei Sturm immer wieder, also die ganze Saison, so diese, wie soll ich sagen, diese ganze, ja, Wischiwaschi-Geschichte. Einmal eine ordentliche Leistung, dann ist es wieder grottenschlecht und zeitweise denkt man sich halt wirklich, ganz ehrlich, für was gibst du das Geld aus? Das sollte jetzt nicht irgendwie vereinschädigend oder was sein, aber man muss schon sagen, langsam. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da so ein bisschen zurückgedacht, auch an das Video gegen die Austria, und irgendwie, ich habe mich gar nicht so richtig geärgert, obwohl ich richtig sauer bin, weil es schon schön langsam normal wird. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz gefährlich. Also das letzte Mal, glaube ich, so in der, da gab es die Phase 2015 so bei mir, wo man schon, wie soll ich sagen, wo ich persönlich schon gedacht habe, okay, es ist dir jetzt bald wurscht. Natürlich ist einem Sturm nie egal. Es ist nach wie vor der geilste Club auf der Welt. Aber einfach, wie gesagt, man tut sich schwer, sich damit mit dem Team, beziehungsweise generell jetzt mit dem Club so zu identifizieren. Also wenn man sieht, was die Mannschaft oder wie die Mannschaft wirklich auf dem Platz agiert. Also manchmal hat man das Gefühl, sie können nicht. Natürlich ist man taktisch auch mit diesem ganzen Defensivkonzept, das einfach überproportional ausgelegt ist, würde ich sagen. Ja, bei uns, ja, es ist halt mühsam. Es ist mühsam und es kommt auch der Offensive natürlich nicht zugute. Deswegen sieht auch ja trotzdem größtenteils ein Despotov noch ein bisschen leer vom gegnerischen Tor aus. Oder jetzt auch Barley, Leitgeb. Also man muss ja sagen, man hat ja namenhafte Spieler in seinen Reihen. Eben Janča, Barley, Leitgeb, Despotov, wie sie alle heißen, Röcher. Aber ja, irgendwie bringt man es nicht auf den Platz. Also normalerweise müsste die Mannschaft ja gerade offensiv da drüber fahren, auch über die Gegner. Da blickt man ganz ehrlich neidisch nach Linz und noch neidischer nach Wolfsburg, was ein schlechter Scherz eigentlich ist. Die haben finanziell noch geringere Mittel als wir, aber die machen was draus. Und da sind wir eigentlich ja beim Thema, worauf ich hinaus wollte, ein bisschen. Erstmal Props an Sturmnetz an der Stelle, da gibt es einen hervorragenden Artikel von Bernhard Puckel, schaut da auf jeden Fall rein, ich werde euch das sogar noch verlinken in der Videobeschreibung, das spricht mir eigentlich aus der Seele, so Europa auf die lange Bank oder was ist der Titel, also auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben und befasst sich auch generell, also ich hätte es nicht besser ausdrücken können, muss ich sagen, mit der Vereinsphilosophie natürlich, also allein schon, ja, mit dem Hintergrund, dass man seit gut 10 Jahren gefühlt auch international nichts mehr, also ansatzweise gar nichts mehr zu melden hat, nicht mal mehr in Qualifikationsrunden, und eben das Ganze sich auch auf die Liga auswirkt. Denn man sieht ja, also wenn ein Verein einen Plan hat und den ihm konsequent dann auch nachgeht und diesen beibehält, dann ist es nicht mehr so extrem relevant, wen du jetzt als Coach hast, wenn du weißt, der Coach, der auf der Bank ist, hat dieselben Vorstellungen wie du, und du kannst doch einfach
einfach lockerer planen, würde ich mal sagen, oder einfacher allein selbstständig planen und musst immer, nicht immer darauf warten, wer wird jetzt der neue Trainer auf der Bank. Und da sind wir schon wieder beim Ganzen. Also möglicherweise passt ja auch einfach ja, der Kader nicht so ganz zusammen. Die Abwehr, okay, scheint mit dem Defensivkonzept gut zu funktionieren. Offensiv ist es aber viel zu wenig. Auch wenn wir, klar, vor 2-3 Wochen noch gegen die Admira 4 Tore gemacht haben. Aber da, ja, da fehlt es einfach. Und da fehlt auch irgendwo die Begeisterung. Und das liegt auch am Spielkonzept. Also mir geht es jetzt nicht darum, El Maestro zu kritisieren. Aber so auf Günter Kreisel könnte man schon zu sprechen kommen. Ohne, dass ich da persönlich irgendwas dagegen habe, aber ja, da, bevor man sich da immer jetzt nur aufregt und jammert jetzt unter Anführungszeichen, ja, muss man sich da jetzt mal überlegen, was mache ich als Verein, wo will ich hin und wie erreiche ich das Ganze. Also wie gesagt, für mich, der Sturmnetz-Artikel trifft es ziemlich auf den Punkt und ja, ich schlage da eigentlich jetzt selber Holz. Ich will jetzt auch nicht klugscheißern und sagen, ich habe es euch ja gesagt, aber ganz ehrlich, das predige ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Also da, ich finde, es gehört eine Philosophie rein. Ich weiß, Günter Kreisel ist jetzt kein Verfechter in die Richtung, also der ist kein Fan einer Philosophie. Ja, aber ganz ehrlich, ich denke, die heutigen Zeiten ja, sind dann schon so, dass man einfach da auch notgedrungen jetzt einfach nach Alternativen sich Überlegungen anstellen muss. Und da muss langsam was kommen, auch vom Club. Denn dieses ganze Wischiwaschi, man hat wieder keine Konstanz und die Partien, sind wir ehrlich, sind größtenteils sehr, sehr langweilig auch zuzusehen. Es fehlt die Begeisterung und die für Sturm auszulösen, ist ja eigentlich ein Klacks. Und ich persönlich, meine persönliche Meinung ist auch, es passt dieses ganze Defensive hinten reinstellen, es passt nicht zu Sturm. Man hat es etabliert in der Foda-Zeit, das ist klar, es war erfolgreich, aber ich denke, insgesamt sollte das nicht das Gesicht von Sturm sein. Und man hat ja auch ja, den Leitfaden präsentiert vor einigen Wochen. Ja, hätte ja eigentlich ganz gut reingepasst, auch an der Stelle. Also da ja, wünsche ich mir einfach von Sturm, dass man da wirklich konkret auch an Lösungen arbeitet. Nicht immer nur Löcher stopfen, auch die Laien, vergesst das Ganze. Denn eins ist klar, ein Leihspieler wird sich nie so mit dem Verein identifizieren, wie einer, der einfach fix beim Verein ist oder eben fix Spieler von Sturm ist. Denn bei den Leihspielern ist natürlich immer im Hinterkopf, man will sich so gut wie möglich präsentieren. Das könnte ja unter Anführungszeichen auch auf Kosten der Mannschaft gehen. Und ja, da muss man einfach überlegen, was mache ich als Sturm, wo will ich hin, will ich international jetzt irgendwann wirklich wieder mitreden? Da muss man vielleicht nur so viel noch zwei Schritte oder einen Schritt mal zurückgehen, um dann zwei nach vor zu machen. Also ja, einfach mal wirklich das Ganze überdenken. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwer, gerade auch bei der Vereinsführung. Man weiß, der Sicherheitsgedanke steht über allem bei Sturm. Es gibt natürlich auch Gründe, ne? Hashtag Hannes Kartnick, aber trotzdem, man muss auch irgendwo eine gewisse Art von Risiko schon auch eingehen können. Also man schreibt ja ordentliche Zahlen, was man immer wieder so mitbekommt. Also da ja, wird es ja dann wohl auch möglich sein, sich da ein Konzept zu erarbeiten. Eben ein gemeinsames Konzept, wo wirklich alle mit beteiligt sind. Der Trainer muss im Board sein und man muss auch dann klar sagen können, okay, wenn der Trainer dann nicht da dahinter ist, ja dann tschüss, ne? Hilft da nichts. Also, gibt viel bei Sturm aufzuarbeiten, ein bisschen weniger jetzt über das Spiel selber, aber wie gesagt, man kann sich sowieso nur in dem Fall wirklich überraschen lassen. Alles andere, also ein klarer Salzburg-Sieg, wäre schon eine Überraschung, ganz ehrlich, neutral gesehen jetzt, und Sturm braucht eine Überleistung, dann ist was drin. Also mit, wenn wir überperformen, dann müssen aber 150% plus rausgehauen werden, anders geht's nicht. Also, abwarten, was kommt, und ich würde sagen, ihr schreibt mir natürlich noch gerne in die Kommentare, was ihr zur morgigen Partie sagt. Schaffen wir die, man muss schon fast sagen, Sensation, was traurig ist, aber schaffen wir die Sensation, knöpfen den Salzburgern Punkte ab, schlagen wir die Dosen sogar, oder wird es ja doch vielleicht eine klare oder eine Niederlage gegen die im Moment überperformenden Bullen. Schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, Gamma-Burschen, und bis dann. Ciao, ciao.